Da ist er, der Epi. Und damit hallo und herzlich willkommen. Irgendwie winke ich immer so im 90-Grad-Winkel daneben, habe ich so das Gefühl. Zu Farm Together 2. Wie, guten Morgen. Wir haben 9:30 Uhr abends. Du bist so doof. Nee, in Australien haben wir guten Morgen. In Australien haben wir guten Morgen. Hier haben wir guten Abend. Hä? Ja, also der Epi ist noch nicht ganz wach am späten Abend. Oh, ich muss mich hier auch erstmal umstellen. Wir sind jetzt leider zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder hier drauf gekommen. Wir haben so viel vorher gehabt und ich habe so die Befürchtung, wir müssen den Epi zwischendurch mal wachkitzeln. Wir müssen mal hinter den her. Wir müssen den wachkitzeln. Bleib stehen. Nein. Ich kitzel dich wach. Oh, ich mach mal eben die Fische, warte. Nein. Ich kitzel dich wach. Übrigens, ich habe festgestellt, dass der Brunnen ziemlich cool angekommen ist. Einige Leute fanden ihn wohl so toll, dass sie auch sowas machen wollten. Da sage ich mal schöne Grüße. Ding weg. Hallo? Geht das noch? Du musst dich hier hinterstellen und dann an den Schwanz von der Kuh musst du dann ziehen. Da kommen Goldtaler raus. Ich ziehe an keinen Schwänzen. Warum nicht? Ich mache höchstens an den Eutern rum. Okay, ich gehe jetzt mal wieder. Ich bin weg. Du hast was gelabert von dem Brunnen, der wäre gut angekommen. Ja. Bei wem? Und die Aussage war auch schon beendet eigentlich. Den Zuschauern. Oder bei einigen der Zuschauern zumindest. Nämlich denjenigen, die kommentiert haben. Beim Rest weiß ich es natürlich nicht, weil ich keine Gedanken lesen kann. Also schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr den Brunnen findet. Und ja, ganz kurz, heute ist noch ein Update-Video rausgekommen. Mega, mega geiles Update. Was sagst du dazu? Immer diese Werbung, ey. Naja, das Update ist super. Das ist alles Käse und alles Marmelade und überhaupt ist es nämlich Honig, sag ich so. Alles Käse und alles Marmelade und überhaupt ist es Honig. Ja, das war jetzt eine tolle Zusammenfassung. Also um mal ganz kurz das zu sagen, falls ihr euch wundert wegen der Karte, wenn ich zwischendurch hin und her switche, ich habe die Symbole umgestellt. Das heißt, ihr seht jetzt, wie viele Doris wir zum Beispiel hier drin haben oder wie viele Nemos wir hier drin haben und so. Ihr seht nicht mehr, das kann ich aber nochmal kurz umschalten, diese langweiligen Fische, Fisch, Kugelfisch, Wahl, sondern ihr seht jetzt, welche quietschfidelen kleinen Mitbewohner wir haben, wie die Schafe aussehen. Komischerweise sind die Schafe, haben einen weißen Hintergrund und sind grau-weiß. Die haben einen weißen Hintergrund, weil das Winterlandschaft ist, die hast du ja nicht geändert. Sind wir hier bei Momo oder was mit den grauen Herren? Guck mal auf deiner Karte, sieht jetzt wirklich so aus. Ja, also das wollte ich nur mal eben kurz gesagt haben, dass ihr euch da jetzt nicht wundert, wie das Ganze aussieht. Aber ich sehe gerade, Moment, da unten, das müssen wir mal kurz machen, weil das gehört nämlich zu der Quest. Und in 9 Minuten können wir die nämlich nicht mehr, doch, dann können wir die, glaube ich, doch noch ernten, weil die sind, meine ich, auch im Winter, soweit ich weiß. Ach so, und hier wundert euch nicht, die Farben haben sich was geändert. Der Epi meinte zwar zu mir, die sind jetzt total quietschbunt, die kann man jetzt viel besser sehen. Finde ich nicht. Also es sieht ein bisschen, der Kontrast sieht ein bisschen extremer klar, aus. Ja, es ist deutlich unterscheidbar. Ja, aber jetzt. Quietschbunt, da stelle ich mir so ein Knallrosa oder so vor. Nein, ich habe gesagt, es ist eher so lila jetzt, so ein lila Ton. Nee, lila hast du nichts von gesagt. Versuch dich hier nicht rauszureden, mein Kleiner. Die hört wieder nicht zu, wie immer. Mm, genau. Ja, ja. Das sind immer die anderen. Das alle. Ja, ja. Nee, du. Während der Epi hier fleißig ist, würde ich gern schon mal anfangen, damit wir hier nicht zu... habe ich gesehen! Der Epi hat einfach die neue Dekoration hier vorgestellt. Ja, was für eine Dekoration. Ja, was wohl für eine Dekoration? Was hast denn du gerade hier vorne hingestellt am Eingang? Der stand da schon. Der Vogel hat den mitgebracht, der da drauf sitzt. Ja, ja. Ich habe im Update-Video, habe ich das ein bisschen verglichen mit Mannequin Piss. Kennst du den noch? Wir können noch was anderes machen, was gut ja, ist für die, mit. Für die Kühe eigentlich. Aber das passt da nicht rein. Kühe? Ja, das passt ja nicht rein. Das ist Ach so, wir brauchen mehr Kühe übrigens, ne? Aber sehr viel Milch. Moment, das können wir bei den großen Kühen hinstellen, nicht hier, ne? Weil hier ist das ein bisschen eng. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Die haben wir noch nicht freigeschaltet. Was haben wir noch nicht freigeschaltet? Was, wie, wo? Haben wir das Level noch nicht für die Tränke?
Deko. Hm. 70. Ja. Ja, dann mach noch mal schnell im Hintergrund was, während ich noch mal kurz erkläre, weil das ist direkt das nächste Level. Also, wir wollen jetzt hier nicht noch mal eine Zusammenfassung machen, aber nur ganz kurz. Also, dekorationsmäßig. Und ich, Idiot, hab's natürlich nicht gesehen. In Blau sieht das sehr geil aus. Ich glaube, ich muss das bei mir auf die Farm noch mal ändern. Da ist nämlich dann so ein Gameplayerin-like-Vogel drin. Wobei das ein bisschen mehr pink ist als die. Und ja, eigentlich haben wir noch eine Wassertränke, die aber noch nicht so ganz freigeschaltet ist. Da kümmern wir uns dann drum. Und wir haben jetzt endlich, und das will ich nur kurz am Rande erwähnen, weil erklärt wird das alles im Update-Video, die Marmeladenfabrik. Warum muss ich da mal an die Schokoladenfabrik denken, wenn ich sowas lese? Und Bienenstöcke. Wobei ich von den drei Sachen hier noch nicht so begeistert bin, bin ich ganz ehrlich. Wir haben auch die Käserei bekommen. Ich finde, die sehen sehr schön aus. Ich verstehe sie aber absolut so wenig. Null. Ja, also ich verstehe es nicht. Zum Beispiel bei der Marmeladenfabrik. Da haben die 80 oder 100 Birnen und 80 oder 100 Äpfel reingeschmissen. Ich vermute, das sind so Zyklen, weil da unten ja steht, mehrere Ressourcenwechsel können in eine Warteschlange eingereiht werden. Dass die quasi entsprechend das hochgepusht haben, dass man nicht nur die 20 reingeworfen hat, sondern für mehrere Runden. Weißt du? Mhm. Aber es laufen 30 Minuten. Kommt auch mehr raus. Es laufen aber 30 Minuten ab bei mir. Kommt dann nach 30 Minuten mehr raus? Oder? Ja, habe ich festgestellt. Bei mir war das so. Also auf einmal? Ich habe einen abgeerntet, da kam auf einmal nur ein Glas raus. Und dann habe ich nach der gleichen Zeit nochmal einen anderen abgeerntet, wo ich mehr Äpfel reingemacht habe, in das Marmeladen-Trommel da. Und da kam auf einmal drei raus. Also das ist wirklich so eine Änderung der Anzahl, wie viel Ressourcen du reintust. Aber ich finde es halt krass bei der Milch. Die Milch ist heftig. Minimum 20 und ich glaube maximal hat er 60 Dinger reingemacht. Da bin ich fast umgefallen. Ich hatte keine Milch mehr. Konnte das gar nicht richtig, weil ich habe natürlich gleich vier von den Dingern für jeden ausgestellt, ne? Und das war natürlich ein bisschen viel. Ich habe einmal keine Ressourcen mehr. Keine Äpfel, keine Milch. Blumen ist das Einzige, was ich noch hatte. Aber was ich auch blöd finde, die Bienen benutzen ja Blumen. Ja, aber das ist auch blöd. Nur die Roten. Das heißt, wenn du nicht genug Rote hast, dann kannst du da auch nicht alles reinmachen. Moment, aber bei den Bienen war es so, angezeigt werden die Weißen. Weiße, genau. Aber rein machen du da Rote. Nee, er macht Weiß, Gelb und Rot rein. Ach so, echt? Bei mir? Ja, musst du mal bei dem Update-Video gucken. Also natürlich nicht, während wir jetzt hier aufnehmen. Da habe ich einen Screenshot reingemacht, in dem Moment, also von dem Moment, wo ich das bezahlt habe quasi. Und der hat alle wirklich reingemacht, aber in anderen Mengen. Ich glaube, 80 hat er reingemacht. Dann waren das, glaube ich, 100 Äpfel und Birnen und 80 von den Blumen jeweils, meine ich. Mhm. Kommt das hin? Aber wenn das mit 15 gerechnet wird, können das eigentlich keine 80 sein. Aber ich weiß es nicht genau. Also die Werte müsste ich jetzt wirklich in dem Video nochmal nachschauen. Wir sollten übrigens tatsächlich nebenbei auch die Apfelbäume bei uns hier nochmal immer abernten. Ich habe ja immer so, Apfelbäume sind so die ersten Bäume und die bringen eh nicht viel, aber ne, dass wir auf Level 80 dann kriegen. Weil, für diejenigen, die es noch nicht wissen, Level 80 braucht man, um dann tatsächlich das letzte Bäumchen freizuschalten. Und es gibt Menschen, der Epi, die haben da so leichte Probleme damit, die Sachen zu erreichen. Und da muss so eine kleine Gameplayerin immer mal wieder auf Besuch vorbeikommen und die so hoch pushen, dass sie dann Level 80 haben. Ich meine, ich mache das gerne. Da sage ich nichts gegen. Auch beim Epi habe ich das gerne gemacht. Auch wenn ich bei jedem Einzelnen tatsächlich wortwörtlich die einzelnen Apfelbäume gemacht habe. Das war unter Umständen etwas nervig. Ihr solltet vielleicht eure Farmen ein wenig umstellen. Jetzt habt ihr 80 in die Käserei gemacht. Das ist ja krass. Ey, jetzt sag mir nicht, du hast die gerade aufgebaut. Ja, die ist mir aus der Tasche gefallen. Ich hatte die noch in der Tasche drin. Aha. Da ist die dann rausgefallen. Warum hast du... Ach so, ja, wegen der Milch, ne? Ja. Weil die hier bei den Kühen sein soll, weil die machen die Milch. So sieht das Ganze aus. Ich werde das mal eben für euch im Fotomodus, damit es ein bisschen schöner ist. So sieht das Ganze aus. Also optisch, muss ich sagen, finde ich die Sachen schon ziemlich cool. Auch bei den... Noch cooler finden,
wenn man sich da hinsetzen könnte. Aber da landet der Käse ja drauf. Nee. Aber irgendwo war. Ich dachte am Anfang, das wäre ein Hocker. Ja, ich dachte, das wäre ein Hocker, aber das ist die Ablage vor dem Käse. Ach so, ja, diese großen Stücke kommen. Ja, wenn er fertig ist, glaube ich, ne? Dann stehen die da links irgendwie im Regal oder so. Wir könnten noch Marmelade, hätten wir noch 10 und wir könnten du, einen. Oh, du kleine Sau! Warte, ich hau dir auf den Kopf hier! Aber Marmelade nicht hier oben, oder? Weil das gehört nicht so. Nee, aber guck mal, bei den Ahornbäumen da im Wald, da könnten wir so Bienenstöcke noch hier hin. Man kann das nicht noch hier hin. Ahornbäume? Ja, da sind Kiefer da nicht. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, dass es ein Kiefer ist. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob du das weißt. Ja, warte, die sind aber sehr groß. Die sind 2x2. Mach mal den Stein da weg. Oh, der war aber so schön. Ich dachte jetzt vielleicht hier hinten oder so, dass wir die Blumen vielleicht was weg. Ja, mach mal die Reihe weg. Hier zwei Stück da weg. Mach die um die Ecke da hinten. Ja, ich mach doch schon alles. Ich bin hier schon alles am Vorbereiten. Und der Epi, immer Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Erst ist er ganz lieb zu mir. Und dann auf einmal ist er wieder nicht lieb zu mir. So wie immer. Das hier, das wollte ich gerade sagen, du Arsch. Du hast das jetzt viel zu schnell hier gedrückt. Ich hoffe, ihr habt es im Hintergrund noch gesehen. Ich finde das so niedlich, wie die Blumen so von oben so plopp, plopp, plopp. Ja. Aber ich glaube, wir sollten das mal vielleicht andersrum drehen, oder? Ey, du hast das so rum dahingestellt. Jetzt ist es wieder falsch rum, oder? Wenn man von hier aus kommt. Was hast du jetzt gemacht? Du hast keine Ahnung, ne? So, aber davon ganz viel. Machen wir mal so. Oder soll man lieber hinten einen Baum versetzen und das noch ein bisschen nach hinten? Ja, das sieht so komisch mit den Steinen. Ja, weil das hier so eng ist, ne? Ist halt realistisch. Ja, aber nicht, dass das ganz so eng ist. Setz mal eins nach hinten, aber ich weiß nicht, wie du das hingestellt hast. Nach links, rechts geguckt, keine Ahnung. Ja, jetzt muss ich das wieder drehen. Jetzt habe ich das gerade so schön gehabt. Deswegen sage ich ja, ich weiß ja nicht, wie du das gemacht hast. Und schon sage ich, das macht er das hier komplett anders. Drücken kann ich jetzt eh nicht mehr. Ja, da sind wir mal gespannt. Gut, 58 Minuten, das werden wir in dieser Folge nicht mehr erleben. Ja, das erinnert mich daran, ich wollte meine Farm auch endlich mal mit Lichtern machen. Komm, lass uns hinsetzen und was essen. Ich kriege hier schon total einen Schluck auf. Ja, aber wir müssen hier Blumen abfarmen, weil sonst haben die Bienen keine Blumen mehr. Ja, jetzt haben sie keine Blumen mehr. Du bist jetzt im Abfarmen, du Schlauberger. Oh, warte. Ja, die müssen wir denen schicken. Wie viel brauchen wir denn davon? Also so 20, so 30, 40, 60, 80. Nein, von den Bäumen. Ich habe uns jetzt gerade wieder 6 Medaillen geholt, weil du ja hier alles am Verschwenden bist von den Medaillen. Also es tut mir leid, was wir eigentlich für heute geplant haben, wenn wir heute nicht mehr machen. Deswegen werden wir jetzt so ein bisschen eine Quatschfolge machen zwischendurch. Und das, was wir eigentlich geplant haben, vielleicht habt ihr ja schon so die Ansätze. Die wäre nicht vorbereitet, weil die wollten sich ja nicht drum kümmern, dass sie ein schönes. Na, es gibt. Hallo, Moment, was kommt jetzt? Production Buildings. Warum ist das hier auf Englisch eigentlich? Ja, das habe ich auch gehabt, ja. Wieso habe ich das nicht gehabt? Also. Drin irgendwann kommt. Ja, warum? Wenn man was hinmacht. Ja, ich war auf zwei Farmen und habe die auf beiden Farmen. Ja, gut. Ich habe doch das hier mit der Marmelade habe ich hingestellt. Auf die zweite. Hast du Blumen abgefarmt? Nee, die hattest du bei mir abgefarmt. Ja, dabei kam das. Okay, könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich möchte das jetzt nicht unbedingt alles übersetzen. Aber es ist auf jeden Fall ein neuer Hinweis. Ein bisschen schade, dass es noch auf Englisch ist. Aber wir sagen nichts. Alles noch Early Access. Ich hoffe, es wird alles noch komplett auf Deutsch dann auch übersetzt. Ich glaube, die anderen Sachen sind aber alle übersetzt, ne, die da schon drin waren. Sie will das nur nicht übersetzen, weil sie nur Denglisch kann und deshalb will sie das nicht übersetzen. Hast du dir mal meine letzten Let's Plays angeguckt? Vorzugsweise die Horror-Let's Plays. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer von euch gerne auch Horrorspiele schaut oder selber spielt. Ich habe einige ausprobiert, einige von Indie-Games-Anbietern. Und ich bin ganz ehrlich, die gefallen mir größtenteils sogar noch besser als irgendwelche hochbekannten Anbieter. Ich weiß nicht warum. Ich meine, ja gut, ich weiß schon irgendwie ein bisschen warum, weil bei den meisten, also natürlich gibt es auch Ausnahmen von der Regel, aber bei den meisten ist es tatsächlich so, dass, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, dass man merkt, dass da noch ein richtiges Herz dran ist von den Indie-Entwicklern. Muss ja nicht unbedingt ein Horrorspiel sein, kann. Oh, wir haben die weißen Erdbeeren freigeschaltet. Kann ja auch
irgendein anderes Indie-Spiel sein. Point and Click zum Beispiel, da habe ich auch so viele schöne Indie-Spiele gespielt. Die waren so mega lustig teilweise. Und beispielsweise Guild, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, ist ja auch ein Horror-Indie-Game. Was hat er denn hier gemacht? Hm? Ich setze mal einfach einen neuen Spinat drauf, keine Ahnung. Ich blick gerade hier. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ja, es ist okay. Ich mache jetzt die Blumen weiter, wenn ich rede. Und ich kann euch, wenn ihr ja gerne ein bisschen Action mit dabei habt, gerne ein bisschen schleicht, aber auch tiefgründige Themen sehr gerne in Spielen sieht. Das habe ich ja zum Beispiel. Das ist eine Quest. Ich habe es unheimlich gerne, wenn solche Spiele, also egal, ob es jetzt große oder kleine Anbieter sind, beziehungsweise Indie-Anbieter, wenn die wirklich tiefgründige Themen behandeln. Und da geht es im Endeffekt immer wieder hintergründig oder beziehungsweise halt sehr stark um das Thema Mobbing. Und aber auch kombiniert mit Ängsten, den eigenen Ängsten vom Mobber selber, sage ich jetzt mal, den Ängsten von denjenigen, die gemobbt werden und so weiter. Kann ich absolut nur empfehlen. Und alles ist so ein bisschen, ja, Metapher, würde ich mal sagen. Ist so ein bisschen symbolartig, dieses ganze Spiel. Und mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Ich habe mega Schiss gehabt, als diese dämlichen Puppen dahergelaufen sind. Bin ich ganz ehrlich, weil ich hab's nicht mit Puppen in Horrorspielen. Und natürlich habe ich heute ein Spiel aufgenommen. Das wird, ich denke mal, morgen noch nicht rauskommen. Doch, wenn ihr dieses Video seht, wenn das rausgekommen ist, dann wird es morgen wahrscheinlich sein. Kann ich absolut nur empfehlen. Ich glaube, es hieß Basim. Das war so ein kurzer Name. Und wir haben die knuffelige Bella. Das ist eine deutsche Schäferhündin. Und wir sind nämlich von der Polizei. Und die Bella, die wurde uns gekidnappt. Aber die wurde nicht von irgendeinem Menschen gekidnappt. Mehr verrate ich aber nicht. Es wird auf jeden Fall, ihr könnt euch darauf gefasst machen, wenn ihr das angucken wollt. Es wird auf jeden Fall gruselig. Es kommen nicht wirklich Jumpscares. Also es kommt schon so ein bisschen was, wo man sich dann erschrecken soll. Ich glaube, so zwei habe ich nicht mitbekommen, weil ich dann vom Spiel selber in die andere Richtung gedreht wurde. Vom Kopf her. Das war auch sehr lustig. Du musst dir vorstellen, du spielst ein Spiel. Läufst über den Balkon, denkst die ganze Zeit, jetzt kommt irgendetwas, das soll gruselig sein, ja? Hast du die ganze Zeit im Hinterkopf und dann siehst du, wie so, ja, Krallen, sag ich mal, kommen, dich von hinten packen und dich wegdrehen. Und du denkst so, warum drehen die mich jetzt in die andere Richtung, wo gar nichts ist? Und dann drehst du dich wieder um und das Einzige, was dann passiert, ist, dass die Tür aufgeht. Also, es war ein bisschen seltsam, aber naja. Aber das Spiel an sich war wirklich mega, mega geil. Also, ich habe es wirklich mega gerne gespielt. Und jetzt bin ich hier voll Werbung für andere Spiele am Machen, obwohl ich eigentlich Farm Together hier Werbung machen sollte. Aber ich meine, das mögt ihr ja sowieso. Also, warum soll ich jetzt dafür noch Werbung machen? Moment, die Jahreszeit hat sich hier wieder geändert, ne? Dann setze ich mich hier nochmal an unsere Bäumchen ran. Vorausgesetzt, dass ich es noch irgendwie schaffe, hier drumherum zu fahren. Und die Bäume auch wirklich abzuernten. Ja, aber sonst von den Verbesserungen, was fandst du noch toll? Den Brunnen finde ich sehr süß irgendwie. Also den großen hier auch, aber ich meine jetzt den kleinen, den der Epi wieder hinter meinen Rücken hier reingesetzt hat. Ja, und wie gesagt, diese kleinen Sachen halt, die sie gemacht haben, jetzt so mit der Karte und dem Ganzen. Und mit diesen Optik von dem Quest, dass das irgendwie deutlicher ist. Wo ich noch nicht so ein Fan von bin, ist, dass die Karte jetzt die Flächen eben anders anzeigt nochmal, ja. Die unter dem Ganzen sind halt, also Sand und so weiter halt, ne, das weiß ich nicht, ob ich das so brauche, aber ist natürlich schon mal wichtig, dass man sieht irgendwo, ne? Aber wäre ganz gut, wenn man es ausschalten könnte, ein- und ausschalten könnte dann. Das fände ich ehrlich gesagt auch besser, aber ich fände es auch ganz gut, wenn man drauf gucken kann und sagen kann, oh, da hast du noch einen Fleck vergessen, den hast du noch nicht richtig gemacht oder so. Ja, ja, deshalb, aber dann würde ich es lieber ein- und ausschaltbar haben, weil sonst sieht es teilweise irgendwie sehr komisch aus auf der Map, ne? Das war eben vorher nicht so. Ne? Ja. Naja, das ist auch was, wo ich mir dann gedacht. Ach, nee. Ich wollte gerade sagen, hast du die Blumen hier vorne jetzt schon gemacht? Ach so, ich war bei den Schafen, die wollte ich ja nicht machen.
Ja. Wir haben aber kein Futter. Mach das Futter ja, erst. Dann mal mach mal Futter. Nee, mach mal Futter. Los, zackig. Hallo, ich muss uns hier gerade die nächsten Millionen hier wieder reinbringen. Wieso ist das immer noch voll? Das wollte ich verkaufen. Wo ist denn hier der... Aber nicht das Futter verkaufen, ja? Nein, aber die Wolle. Wo ist denn dieses Ding, wo man die Wolle verkaufen kann? Das ist der Typ mit den Klamotten. Ja. Übrigens hat es in die Boutique gar nicht hingestellt. Nee, weil wir wollten uns eigentlich die Medaillons erstmal sparen. Weil die habe ich aber jetzt benutzt. Ich habe sie jetzt gesagt, sonst. Ich dachte, das wäre ein neues Geschäft. Du weißt, dass 1,40 Medaillen. Es waren 10. 40 waren, Medaillen für die 10. Käserei, was, glaube ich. Ja, gut, die hast du jetzt schon gebaut. Nein, ich meine aber, es waren jetzt nur 10, die das gekostet hat. Hast du die Marmelade jetzt aufgebaut? Nein, die habe ich eben noch nicht. Die kostet auch weniger. Die kostet nur 10. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Bienenstock oder die Marmelade jetzt wegen. Aber da kannst 10, du mal zwei von 20, hinstellen. 20, oder? 10. Hm. Aber da kannst du mal zwei von hinstellen. Ja, stimmt, doch, 10. Weil die geht am schnellsten auch. Die braucht nur eine halbe Stunde meistens. Und damit Frage, können wir Dinger kaufen. Die Frage Medaillen. Die ist ja auch 2x2, ne? Nee, 4x3. 4x3, wie kommst du jetzt da drauf? Aber es wäre spontan geantwortet. Ja, das glaube ich dir sogar aufs Wort. Ich dachte, du wolltest Mathe machen. Was, du musst Mathe machen? Ich dachte, du wolltest Mathe machen. Also wir könnten das vielleicht hier vorne hinstellen, weil den Bereich hier, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen, den haben wir hier schon extra ein bisschen... Den haben wir extra schon mal ein bisschen vorbereitet, damit ihr jetzt nicht von Grund auf dabei sein müsst. Wir haben hier quasi so ein, ja, ich glaube, Viereck, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, haben wir hier gemacht, was so ein bisschen auf dem Hügel steht. Und da wollen wir nämlich was Schickes bauen. Das werden wir dann allerdings nicht mehr in dieser Folge machen, weil wir irgendwie diese Folge jetzt wirklich nur noch über das Update und so weiter gequatscht haben. Und über Horrorspiele. Boah, 72. Deswegen würde ich jetzt sagen... Ach nee, Moment, die an... Ja doch, du hast gesagt, zwei nebeneinander willst du machen. Das ist, wir haben ja noch keine Enten gesetzt. Ja, da brauchst du ja keine Medaillen für. Und hier so, zack. Ja, weil 200! 200 Birnen und 200 Äpfel hat da reingeschmissen. Wo machen wir denn die Enten hin? Die wollten wir eigentlich in der neuen Erweiterung machen. Die wir jetzt nicht holen können, weil wir jetzt was bauen. Ja, weil du wieder alles ausgibst, wahllos. Du könntest die Enten erstmal vielleicht irgendwo bei den Bäumen hinstellen, dass die erstmal nur gelevelt werden. Und dass wir dann neben den Bäumen, also quasi neben den Schafen, dann hier die Erweiterung machen. Wir brauchen Sollen wir das so Weizen. Machen? Oder Mais. Irgendwas, was schnell geht. Ah, pass auf. Ich muss dem Epi mal eben helfen hier. Ich habe jetzt schon mal ein Marmeladending haben wir hingestellt. Was meinst du jetzt mit Weizen? Das brauchen wir doch erst, wenn wir die Enten gemacht haben. Du bist doch gerade bei den Schafen gewesen. Ich wollte schon sagen, bei den Schiffen. Schaf, ahoi! Ja, zum Füttern brauchen die Weizen. Also mach mal Mais. Ja, aber nicht die Schafe, sondern die Enten. Die Schafe auch. Nein, die Schafe brauchen die Erbsen, diese Dinger. So, ja, dann brauchen wir Knoblauch, die gehen auch. Ja, ich warte die ganze Zeit eigentlich darauf, dass wir, hast du hier eben Weizen oder was draufgesetzt? Nein, ich doch nicht. 19 Minuten. Das hast du aber noch nicht eben erst gemacht, oder? Das ist Schnellweizen. Du hast jetzt nicht, boah. Hä? Du hast jetzt nicht noch extra zusätzlich Kohl hier draufgesetzt, nachdem ich hinten ganzen Streifen eben noch gesagt hatte, dass ich Kohl draufsetze. Ja, doch, weil wir den müssen leveln, damit wir den nächsten dann setzen können. Würde man das unter Gewalt zählen, wenn ich dem Epi jetzt eine knallen würde? So gedanklich? Hallo, ich habe das vor dir gemacht übrigens. Ne? Ja, ja, ist klar. Ich bin nämlich ich gar nicht da. Ich erzähle das hier alles so schön. Ich bin in einer großen Stadt und gebe Geld aus. Das andere steht schon lange. Das war eben, als ich bei den Blumen das erste Mal war. Ja, dann guck. Warte mal, dann gehe ich jetzt da hin und guck mal, wie lange deiner braucht und lange meiner braucht. Kannst du gerne gucken. Das werde ich jetzt prüfen. Ich werde das jetzt einfach prüfen.
Kannst du gerne machen. Ich kümmere mich in der Zeit hier. Boah, mitten im Dunkeln. Ey, du siehst wirklich nichts, ne? Ich finde das so schrecklich. Ich meine, auch in Farm Together 1 war es nicht ganz so schlimm. Ich meine, da war es ein bisschen heller. Ich meine, gut. Geh weg! Was? Was machst du da? Ich bin hier dein Fressen für die Schafe am Besorgen. 2:29. Was willst du jetzt von mir? Von wegen, geh weg. Wo hat die Olle das da hingesetzt? Da hinten irgendwo, ne? Da, wo ich gesagt habe, neben den Blumen. Vom Haus, also wenn du vom Haus aus zu den vielen Blumen darüber gehst. Ey, das ist Spinat. Nein, dahinter. Nee, warte, wo habe ich den jetzt hingetan? Hä, da sollte Weizen sein. Wo hast du das hingesetzt? Ja, ich bin... Ach nee! Da, wo dieser größere Fischteich ist. Also nicht die diese Streifen von Fisch, sondern in der Nähe von dem Streichelzoo. Nee, ne? Ja, da ist nicht so viel gewesen. Das muss man dazu sagen. Aber ich habe da immerhin schon mal einen Streifen hingestellt. Ich habe ja gesagt, dass ich da jetzt schon mal einen Streifen hinstelle, damit der schon mal nebenbei gelevelt werden kann. Das dauert viel länger. Und das ist ja nur ein bisschen. Hä, das sind gerade mal... 9, nein, wieso habe ich keinen? 18, hallo, 27, Benzin. 36 Kohldinger, was willst du damit leveln? Boah, der Epiker rechnen. Professionell, das gibt's. Professionelles Rechnen, sagt er. Nee. Mach lieber die Farm auf 72, dass wir das nächste Schaf rausholen. Außerdem können wir die Enten jetzt irgendwo hin. Dass wir das nächste Schaf rausholen, woraus? Ach so, und den nächsten... Das nächste Schwein müssen wir noch rausholen. Warte mal, das haben wir nicht alle, alle Schweine schon gehabt? Oder war das mit Level 70 irgendwie verbunden? Ja, da war nämlich ein irgendwas Schwein. Das habe ich gerade gesehen. Das hat sich hier reingeschlichen. Das sind die Kleinen! Warte, wo bist du? Nein! Da! Ich komme jetzt dahin. Moment, ich muss zu Fuß laufen. Diese da. Da! Ah, die haben die Entwickler noch so klein. Ich finde das so süß. Oh, guck nein. Mal. Also, jetzt du Vollidiot. Das hast du gut gemacht. Solltest sie aber auch füttern. Ich finde das total süß, weil die anderen Schweine, die wirken so ein bisschen groß und dicklich, finde ich. Und die haben immer so das Gesicht wie der Epi, wollte ich gerade sagen. Und das ist genauso schnell umgekippt und am Schlafen gewesen, wie wenn der Epi sich bei mir auf die Couch legt. Also der legt sich hin und gar nicht 2 Minuten später ist er am Schnarchen. Genau so war das gerade mit dem Schwein hier. Und diese, oh, Entschuldigung. Und diese Schweine, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht, aber die haben einen dicken Popo, der hier vorne zumindest. Die sind um einiges kleiner als die anderen und ich finde die so niedlich. Das sind meine neuen Hausschweinchen. Ja. Das sind ja auch die Dalmatinerschweine. Die Dalmatinerschweine. Die Dalmatiner, genau. Ah, das ist so schön. Ich will die behalten. Also wir behalten die ja auch. Wieso machst du hier die hässlichen rot-blauen hin? Wieso machst du nicht die schönen, wunderschönen Gameplayerin lila Dinger rein? Was für Dinger? Was damit jeder weiß, mir? Dass die kleinen Schweinchen die Gameplayerinnen-Schweinchen sind. Sind sie ja gar nicht. Wir laufen jetzt hier oben hin und schauen dem Epi mal bei der Arbeit zu. Mal gucken, ob der das richtig macht. Oder ob der wieder Blödsinn macht da hinten. Ja, er bewegt sich schon wieder ganz komisch, ne? Als ob der irgendwie so ein Schwein mitten im Motor hängen hat oder so. Nee, ich fahre die ab, wenn ich schlafe. Dann merken die gar nicht, dass ich denen die ganzen Sachen klaue. Ja, vor allen Dingen merken die nicht, dass du die ganze Zeit hin und her stumpen bist da hinten. Genau. Ich habe ja auch gesagt, es wäre auch cool, wenn die wachsen würden. Ne? Also wenn die klein sind und dann je größer die vom Level sind, so alle 5 bis 10 Level oder so vielleicht, dass die dann größer werden. Aber so Minischweine möchte ich beibehalten. Ich finde die total niedlich. Wie viele haben wir denn jetzt verschiedene? 1, 2, 3, 4, 5, kann das sein? Also eins fehlt. Ja, wir haben jetzt noch alle auf jeden Fall. Nein, wir haben nicht alle. Eins fehlt, glaube ich, noch. Wir haben jetzt alle. Du hast hier unser Dalmatinerschwein, hast du gerade reingemacht. Und ansonsten haben wir alle. Das ging ja nur noch um das eine, um das reinzusetzen. Mein 25, ja gut, die sind ein bisschen mehr als die anderen. Aber wir haben aber noch eine neue Kuh dazu bekommen.
Die hast du hinten nicht reingesetzt. Warte, die setze ich ja, die mal eben rein. Ich glaube, die können wir noch nicht, oder? Doch, die ist gerade, die ist mit 70, glaube ich, auch frei geworden. Achtung, Moment, ich komme. Geht mir mal aus dem Weg hier. Ich muss noch einen Artgenossen hier hinsetzen. Wie haben wir das denn gemacht? 1, 2, 3, 4. Achso, hier war eigentlich ja so die Ecke. Und dann 5, 6 hatten wir, glaube ich, gesagt. Das ist ungefähr hier getrennt. Dann machen wir da was dran. Das machen wir dann gleich noch. So. Waren das jetzt? Nee, da kommen noch zwei hin, meine ich doch. Da kommen noch zwei hin, dann müssen wir die noch freilassen. Also wir lassen die nicht frei, sondern... Doch, die Gameplay ist jetzt wieder alle frei. Die lässt platzen, die Gameplay. Das geht jetzt wieder nicht hier. So, wer jetzt nicht auf seiner Seite ist, der kommt nie wieder rüber. Kann ich nichts für. Tut mir leid, tut mir leid. So, zwei Stück fehlen jetzt noch. Das heißt aber, dass die eine ziemlich große Fläche haben wird. Wir hätten das hier eigentlich nicht über zwei Seiten machen sollen. Du kannst ja dann noch ein paar Enten hinsetzen. Die könnten da rumschwimmen oben. Hä? Wie wovon redest du jetzt? Von den Kühen? Ja, bei den Kühen. Dann würden die Kühe sich mit den Enten anfreunden. Und dann irgendwann würden die Kühe so Quark Quark machen und die Enten würden Moon. Habt ihr jetzt verstanden, was mit dem EP ist? Also ob der vielleicht seine Tabletten heute nicht genommen hat oder so? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe meine Drogen nicht genommen. Stimmt. Nee, ich hab's. Heute ist noch nicht Mittwoch, nee. Ja, ich denke, du musst jeden Tag eine nehmen. Mhm. Also keine Drogen, keine Sorge. Ja, deshalb habe ich gesagt, heute ist noch nicht Mittwoch. Also habe ich die von heute schon genommen. Alter, was ist heute mit mir los? Ich drücke hier die ganze Zeit auf Q, nachdem ich markiert habe. Kriege ich das heute nochmal hin, dass ich mich einfach nur bewege? Ach Gott. So, ihr Lieben, auf die Seite rüber. Zack, zack. Jetzt einmal da durchgehen, bitte. Du musst aufpassen, wenn die so anfängt mit ihr Lieben, ne? Dann hat sie was Böses vor. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. So, dann machen wir die. Machen wir dann. Ja, wie machen wir das dann? Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen 8.900 für das nächste Erweiterung, damit wir die Enten endlich enden könnten. Wir könnten hier hinten das holen. Damit wir die Enten endlich enden könnten? Ja. Hast du das gerade ernsthaft gesagt? Ente gut, alles gut. Ja, genau. So. Jetzt haben sie aber auch alle was zu futtern. Ich weiß es. Keine Ahnung. Jetzt habe ich das hier ein bisschen. Oh, warte mal. Das ist eine Quest. Die machen wir jetzt auch noch eben schnell. Das sind zum Beispiel so Sachen. Aber jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Geld. Das würde jetzt zum Beispiel hier auf der Karte auch angezeigt. Ne? Wenn wir jetzt hier unten sind. Nee, wo sind wir denn? Hier sind wir. Dann werden hier halt so, ja, hellere Sandflecken darunter angezeigt. Was ganz gut ist, wie gesagt, wenn man mal gucken möchte, ob man noch wirklich alles so hat, wie man es haben möchte. Was aber blöd ist, ja, wenn man es, wie ich zum Beispiel auf der Main Farm, einfach noch nicht geschafft hat, das umzugestalten. Das heißt, man wird indirekt quasi dazu gezwungen, das umzugestalten. Ach so, genau, und wir haben noch zwei andere Platten. Den Gehweg und den Bürgersteig. Das wollte ich auch nochmal kurz erwähnt haben. So. Mache ich das hier, weil die gehören ja nicht hier in die Wüste, die Sträucher, ne? Also was wir machen könnten, vielleicht die dunkel machen, aber andererseits sind die Matsch. Also so diese normalen Bäume, die halt eben, sag ich mal, so Wald normalerweise haben, okay. Sträucher sind aber doch eher, sag ich mal, im grünen Bereich so, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, oh. Ja,
Ich würde sagen, während ich mich hier noch ein bisschen darum kümmere, die Quest noch ein bisschen abzuernten, noch mal ein paar Fische zu holen. Fische sind voll. Wenn du gerade nichts zu tun hast, kannst du die noch mal kurz verkaufen. Würde ich sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen, dass wir das, was wir eigentlich für heute geplant haben, jetzt in der nächsten Folge machen werden. Und freut euch darauf, dass wir dann in der letzten Folge wieder etwas dekorieren. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Hui. Ich bin gerade ums Eck gefahren. Wie Daniel Düsentrieb. Komplett mit Vollgas. Aber es war kein Mercedes zum Glück. Ist nicht umgekippt. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.